Gedenkdienst in Yad Vashem anstelle von Heer- oder Zivildienst. Dafür hat sich der Tiroler Dominik entschieden. Uns erzählt er von seinen Beweggründen und von seinem Arbeitsalltag in der bedeutendsten Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Als ich am letzten Dezember mich für den Gedenkdienst beworben habe, beim Mehrungsseminar, habe ich drei Orte auswählen können. Diese Orte waren Auschwitz, Jerusalem und Washington D.C. Diese Orte habe ich für mich selber ausgewählt. Ich habe Jerusalem aus dem Grunde ausgewählt, weil das halt eine historische Stadt ist, mit einem historischen Impact. Und dazu auch noch für viele Religionen und Kulturen einen so großen Einfluss hat. Ich wollte mal halt in dieser Stadt leben und wie es ist, in so einer Stadt mit so vielen verschiedenen Eindrücken zu leben. Und warum hast du dich überhaupt für einen Gedenkdienst entschieden? Erstens hat das den Grund, weil ich den Holocaust als sehr berühmtes Thema empfinde. Seit ich ein Kind war, als ich das erste Mal den Film Schindlers Liste gesehen habe, das hat mich damals sehr berührt, mich wirklich sehr berührt. Ich habe über die Jahre hinweg, habe ich da auch immer wieder verschiedenste Bücher gelesen und Filme angesehen. Ich bin auch immer ziemlich mit Fassungslosigkeit darüber gestanden, halt, wie es halt damals wirklich so zugegangen ist und so. Und für mich ist es halt wichtig, dass diese Erinnerung weiter bleibt für die nächsten Generationen und alles miteinander. Und dann wollte ich auch an diesem teilhaben. Und wenn man halt diese Möglichkeit hat, dann nimmt man sie halt. Und du hast gesagt, du hast dich für Jerusalem entschieden, weil du dieses vielfältige Leben einmal sehen möchtest. Und wie ist es jetzt für dich, hier zu wohnen? Es ist wirklich interessant. Man lernt die verschiedensten Leute kennen. Ich meine zum Beispiel die ultraorthodoxen Juden, wie ihr Leben ist, oder halt für den Reformjuden, dann auch noch von den Muslimen und von den Christen hier, wie das Leben unterschiedlich interessant ist. Jeder Mensch hat seine eigene Story, seine eigene Geschichte und es ist wirklich faszinierend für mich. Und hast du schon alltägliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Leben in Österreich und Israel entdeckt? Ja. Zum Beispiel, hier ist man nicht sehr pünktlich. Hier ist man wirklich nicht pünktlich und das ist manchmal ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Es ist gewöhnungsbedürftig für mich, dass man hier nicht pünktlich ist und generell man ist ein bisschen lockerer, auch mit dem Leben hier und so. Und ja, das war der größte Unterschied, was ich hier bis jetzt gesehen habe. Und was genau sind deine Aufgaben hier an der Gedenkstätte? Ich katalogisiere Dokumente und ich helfe der Bibliothek, ihren Bestand zu reorganisieren, ihre Regale umzustellen und so alles. Ja. Und wie sieht dann ein typischer Tag von dir hier aus? Ich komme ungefähr um 9 Uhr hier an, mache mal einen schönen Kaffee, tue den Computer an. Und dann fange ich an zu arbeiten. Dann Mittagessen, dann wieder arbeiten am Nachmittag. Kommt drauf wieder an, ob man mich anruft. Dann gehe ich in die Bibliothek, die Bücherei reorganisieren. Und ja, dann meistens 4, 5 umeinander verlasse ich Yad Vashem und dann mache ich für den Abend etwas. Wie fühlt es sich an, wenn man täglich an so einem ergreifenden Ort wie Yad Vashem ist? Empfindet man diese Atmosphäre irgendwann als normal? Ja. Ich würde schon sagen, man empfindet es als normal, je mehr man hierher kommt. Es ist jetzt eigentlich, in den ersten paar Wochen, es war immer noch ziemlich faszinierend für mich. Man entdeckt immer wieder was Neues. Man hat schon Dinge, also man sieht Dinge, was man noch nicht gesehen hat. Man erfährt Informationen, neue. Aber man kommt gut durch. Also es ist wirklich... Ich habe mich wirklich daran schon gewöhnt. Welche besonderen Erlebnisse hast du hier in Yad Vashem denn schon gehabt? Vielleicht schöne oder welche, die etwas schwerer zu verarbeiten waren? Also das schwerste Erlebnis für mich war
das erste Mal, wo ich durch das Museum gegangen bin. Und das war halt auch privat und so, weil ja, in der Abendszeit darf ich es ja nicht anschauen. Und ja, als ich dann rausgegangen bin und dann halt das alles verarbeitet habe, da habe ich ein paar Minuten gebraucht. Da habe ich wirklich ein paar Minuten gebraucht, bis ich mich wieder da fand. Aber das ist das Erlebnis, was mir am meisten Gedächtnis jetzt bis jetzt geblieben ist. Kannst du das Gefühl irgendwie beschreiben, wie du da rausgegangen bist? Ja, es war Fassungslosigkeit, es war erdrückend, könnte ich sagen, ja. Es ist so, ja, würde ich so sagen. Hast du das Gefühl, dass dich deine Arbeit hier in Israel irgendwie verändert oder in Sachen persönlicher Identität sich da etwas tut? Ich würde nicht sagen, die Arbeit verändert mich. Die Arbeit ist die Arbeit, aber die Freizeit verändert mich, würde ich sagen, weil ich habe auch schon, ich gehe auch schon durch eine Entwicklung in meiner Freizeit, könnte man sagen, die ich in Österreich nicht hatte. Wie verbringst du in Jerusalem deine Freizeit? Ja, ich kenne ja hier fast niemanden. Ich bin hier, könnte man sagen, allein hierher gekommen. Habe jetzt hier keine Freunde oder so hier. Na gut, jetzt habe ich Freunde und so. Das meiste Zeit, was ich mache, ich rede mit Leuten. Ich rede mit ihnen, ich rede, wo sie herkommen, was sie machen und so. Und dann tue ich auch verschiedenste Aktivitäten mit ihnen. Wie lange bist du jetzt schon da und wie lange dauert dein Gedenkdienst noch? Ich bin am 17. August bin ich nach Israel eingereist und bis zum 31. August 2018 werde ich in Yad Vashem arbeiten. Kannst du den Gedenkdienst anderen Leuten empfehlen? Und definitiv. Warum? Definitiv. Wenn sich Leute wirklich für den Holocaust interessieren, dann sollten sie definitiv sich beim Gedenkdienst um eine Stelle bewerben. Weil alleine schon die verschiedensten Eindrücke und was man hier alles lernen kann, es ist definitiv es wert. Kannst du vielleicht noch ganz kurz für jemanden, der Yad Vashem jetzt nicht kennt und vielleicht nicht weiß, was das ist, das kurz beschreiben? Ich sage das jetzt einfach mal in einem kurzen Satz. Yad Vashem ist die beste Stelle, eine der besten Stellen nach meiner Meinung, die man sehen kann, wenn man was über den Holocaust lernen will.